Hallo, meine Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Haul von mir, von Simones Bastelkram. Ich habe wieder mal ein riesiges Päckchen bekommen, furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Aber ja, ich packe mit euch jetzt die ganzen Sachen mal aus, zeige euch alles. Und ich versuche wieder alles zu beschreiben. Ich versuche mein Bestes. Ja, als erstes zeige ich euch mal, was die liebe Simone dazu getan hat für die Goodies. Wir machen ja, also das Design-Team macht ja Goodies für die ganzen Bestellungen und für die ganzen Leute, die eben bestellen bei Simone. Ja, und da hat sie jetzt so gesagt, sie tut immer was dazu. Und das habe ich bekommen. Daraus darf ich jetzt Goodies machen für die lieben Leute, die bestellen. Total süß, der kleine Stempel hier, die süßen Stinktierchen. Die Sachen waren, glaube ich, im Ausverkauf. Was mich nicht alles täuscht. Und ja, da hat eben jetzt jeder irgendwas dazu gekriegt. Sei es Stencil, dann Stempel oder eben so ein Papier. Ich weiß nicht, wie die Marke heißt. Ihr könnt es lesen. Keine Ahnung, ist beides von der gleichen Marke. Und ja, hier sind eben die Papiere drin, die sind doppelseitig. Und hier sind Gummistempel drin. Auch total cool. Ja, eben diese niedlichen kleinen Stinktierchen hier. Total süß. Ich weiß auch nicht, was ich vorab bekomme. Also Simone tut dann immer irgendwas dazu. Und das kriegen wir dann. Das tue ich jetzt gleich mal zur Seite, damit ich das hier nicht vertausche oder so. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Bestellung. Ein Riesenpaket, sage ich euch. Ja, ich habe ja viel von diesen Päckchen hier bestellt. Die hat Simone jetzt nur im Shop, also in der Facebook-Gruppe, nicht im Shop, Facebook-Gruppe. Und ja, da sind so Sachen drin, aus denen man das eben machen kann. So Kits eben. Und da dachte ich mir auch für meinen Kleinen wieder ganz toll. Da kann ich mit ihm auch ein bisschen basteln. Ja, das ist eben. Ja, da kann man so eine Schachtel machen. Ich glaube sogar zwei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, da sind zwei Stück drin. Leider sieht man hier nicht, was drauf ist oder was drin ist. Aber ja, ich denke, zwei sind drin. Auf jeden Fall einmal das Kit. So, jetzt muss ich hier mal kurz ein bisschen auf die Seite rollen. Das ist wieder mal mega viel. So, dann haben wir dieses Set hier. Das ist zum Blumenpressen. Ich wollte mir schon immer eine Blumenpresse holen. Und da das jetzt so im Set ist, fand ich das richtig toll. Ja, ihr seht, das ist alles von House of Crafts. So heißt, glaube ich, die Marke. Ja, hier sind auch so Schlüsselanhängerchen drin. Da kann man eben auch Blüten reintun. Diese Blumenpresse ist drin. Da sind auch so Kartenrohlinge drin. Ich weiß nicht. Ich glaube, Papiere sind auch drin ein paar. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, was da überall alles drin ist. Aber auf jeden Fall ist es cool. Dann habe ich das nächste Kit. Das ist für Kerzen machen. Diese Gelkerzen. Das habe ich mal vor ganz, ganz vielen Jahren mal gemacht. Aber ja, davon bin ich dann irgendwie abgekommen. Habe es nie wieder probiert oder gemacht oder getan. Und ich finde aber, das sieht so toll aus. Und deswegen habe ich mir jetzt das Kit bestellt. Da sind auch so Muscheln drin. Dieses Gel. Wisst ihr was? Ich kann es ja mit euch mal aufmachen. Dazu brauche ich aber mein Stanley-Messer zu. Jetzt werde ich das mit euch mal auspacken. Dann können wir da mal reinschauen. Gemeinsam. Dann seht ihr auch, was da drin ist. Ist ja wesentlich einfacher. Na schaut, hier ist auf jeden Fall eine Anleitung dabei. Ganz wichtig, eine Anleitung. Die ist leider auf Englisch, aber das kriegen wir auch so hin. So, dann ist hier das Gel.
Hier sind Gläser drin sogar. Die Dochte. Und hier noch so Deko-Zeugs. Gut, ich werde dann wahrscheinlich noch andere Sachen reintun. So wie Sand oder so geht mir jetzt zum Beispiel ab. Aber gut, das ist ja egal. Da kann man ja dann jegliches Zeug reintun. Auf jeden Fall total cool. So, jetzt habt ihr mal gesehen, hier ist auf jeden Fall das drin. So, dann schauen wir mal ins nächste Paket. So, das wird jetzt wieder mal ein langes Video, aber ihr wollt ja alles sehen, also muss ich das ja auch zeigen. Hier auch wieder eine Anleitung. Okay, hier ist ein Bilderrahmen, ein Papier. Dann haben wir noch ein Papier zum Knicken. Okay, hier haben wir, was ist das? Hier sind auch noch Kartenrohlinge. Ah, hier kann man sich aufschreiben, wann man die gepresst hat, dass man so ein bisschen einen Überblick hat. Auch gut. Hier sind eben auch noch Kartenrohlinge und so Zeugs drin, Umschläge und so alles für Karten eben. So, dann haben wir hier diesen Anhänger, Schlüsselanhänger. Okay, Vanish. Keine Ahnung. Ich glaube zum Versiegeln oder so. Ich kann euch gar nicht sagen, für was genau. So, und das ist die kleine Blumenpresse. Ist die süß? Das ist die Blumenpresse. Ich finde die total hübsch. Auf jeden Fall für so kleine Sachen richtig cool. Perfekt. So, also das ist alles drin. Jede Menge Kartenrohlinge zum Karten machen und eben die Presse. So. Das so. Und dann haben wir noch das kleine Kit hier. Oh, und hier sind drin. Also hier ist auch wieder so. Sein Versiegelungsdings, glaube ich. Oder ist das Kleber? Ich glaube, das ist eher Kleber. So, dann haben wir hier kleine Steinchen und wieder ganz viele Muscheln. Ah, hier haben wir die Schachteln. Das ist dann wahrscheinlich zum Festhalten, zum Trocknen. Einen Pinsel. Ja, und die Anleitung dazu. Hier ist auch noch was dabei. Das sind, glaube ich, die anderen Kits, die was es noch gibt. Könnt ihr mal schauen. Also total viele Sachen zum Seifen machen, Kerzen machen. Ja, hier zum Häkeln. Also es ist wirklich alles Mögliche drin. Für jeden irgendwas dabei. Wer gern bastelt und gern solche Sachen macht, der ist damit sicher gut bedient. Auf jeden Fall für Kinder auch recht gut, weil ja alles im Set enthalten ist. So, das waren mal die Sets. Eins habe ich noch für euch, und zwar das hier. Um Papier selber zu machen. Ich habe jetzt auch noch ein Set gekauft. Das war wesentlich teurer. Das ist aber auch kleiner als woanders. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich möchte es unbedingt machen. Also Papier selbst machen. Und vor allem, hier kann man auch Blüten reintun. Hier hat man auch wieder kleine Blüten. Aber ich glaube, hier sind die schon getrocknet dabei. Ich bin mir nicht sicher, aber. Aha, okay. Hier haben wir so ein Stickrahmen, ein Papier. Okay, ich glaube, ist das jetzt richtig? Okay, ich glaube. Da sind Papiere drin. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfordert. Da sind Karten. Ah, da ist die Gage da. Keine Ahnung, mit dem macht man anscheinend das Papier oder so. Ich bin gerade ein wenig überfragt, ja. So, hier haben wir so eine Spachtel, keine Ahnung, ein Mini-Fuzzi-Ding. Was ist das?
sieht mir eher aus wie Farbe und nicht wie Blüten. Ja, ich glaube, das ist Farbe. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich traue mich das gar nicht aufzumachen. Ja, das ist Farbe. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen verstreut hier. War gerade nicht so gut. So, ja, machen wir gleich den nächsten auf. Hier auch Farbe. Hier ist auch Farbe drin. Also ich weiß auch nicht. Anscheinend kann man sein Papier damit einfärben oder so. Und für was das hier drin ist, weiß ich auch nicht. Vor allem da ist auch Pergamentpapier drin. Jede Menge. Ich weiß nicht, ob man damit Papier macht oder kein Plan. Anscheinend. Ich werde mir das Ganze auf jeden Fall mal durchlesen und mal schauen. Mir das jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber okay. Das war ja beides andere auch noch drin. Ja, egal. Wir werden sehen. Ich werde es ausprobieren. Und falls es was wird, werdet ihr das sehen. So. Alles drin. Ist auf jeden Fall etwas seltsam. Und das hier ist auch sehr seltsam. Ich nehme das hier mal raus. Das ist ja mehr am Weg als alles andere. So. Kann man das auch noch besser reintun. Die Anleitung. So, wie gesagt, ich werde mir das alles in Ruhe durchschauen und dann werden wir sehen, ob das was wird. So, das waren mal die Kits. Und dann geht's weiter. Und zwar habe ich Papiere bestellt. Papiere. Ich suche mal die ganzen Papiere raus, zumindest die kleinen. Die kleinen Papiere. Hier ist noch eins. Und hier sind noch ganz viele. So, das sind mal meine Papiere, meine kleineren. Und als nächstes zeige ich euch noch das Watercolor-Papier. Das habe ich auch bestellt, weil ich das so super finde. Das ist 200 Gramm. Das ist Smooth Weiß und A500 Stück und hier A600 Stück. Die sind super zum Hintergründe machen. Ich liebe sie. Ja, und meins ist schon fast leer, deswegen muss da jetzt ein neues her. So, jetzt haben wir hier einen Block von Mintai. Basic Book 8 ist das. Das sind eben so Vintage und ja, vor allem diese Notenblätter drin. Das fand ich so toll. Deswegen musste der Block sein. Hier hinten sind noch Postkarten zum Ausschneiden und hier sind auch so kleinere Teile zum Ausschneiden. Also hinterher hat sie immer tolle Papiere. So, dann geht es weiter mit Mintai und zwar, oh, der hat sich jetzt gerade zerlegt, den Block hier, Chunkbook und da sind Sachen zum Ausschneiden drin, seht ihr eh, ganz, ganz viele Tags, also kleine Kleinteile, Uhren, Buchstaben, immer hinten ein Blatt bedruckt. Ja, also total toll. Sie sind etwas oft drin, muss ich sagen. Also ich würde mir da vielleicht wünschen, dass sie vielleicht die Hälfte, also alles so zweimal drin haben und dafür ein bisschen mehr oder so. Aber egal. Auf jeden Fall toll für so Vintage-Projekte. Dann habe ich Travel Book von Mintai. Da sind eben so Sachen, was man so fürs Reisen braucht, benutzt, keine Ahnung, sind da eben drin. Ihr seht schon Reisepass und so. Eben auch so Sachen, was man eben mal so gebrauchen kann. Für eine Karte oder so. Stadtplan.
wieder dasselbe und hier hinten ist ein ganz normales Papier. So, hier haben wir von P13, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Ich habe eine Peer-Tick. Ach, keine Ahnung. Egal. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wie heißt das? Beyond the Sea. Das ist auch ein wunderschöner Block, finde ich. Vor allem diese Wasserfarbenoptik. Ich finde das so cool. Sieht richtig klasse aus. Ja, hier ist so ein, auch so wie ein Stadtplan gemacht. Kann man auch super für Alben hernehmen. Ich mache nicht so viel Alben. Sehr selten. Ja, hier sind wir wieder am Anfang. Und hier hinten ist auch wieder ein Blatt, wo man was ausschneiden kann. So, dann haben wir diesen hier vom Craft Consortium. Der ist richtig klasse, dieses Marble, also dieses, ach ja, das heißt Ozean, Ink Drops Ozean. Und der hat so wie diese Alkohol-Inks eben gemacht. Auf jeden Fall finde ich das cool, so marmoriert. Richtig klasse Papiere drin. Ich habe ja den anderen auch, den bunten, kleinen. Und mit denen, da habe ich sogar zwei verschiedene und ich finde die total toll. Die sind so schön, wow. Schaut richtig toll. Echt schön. Den habe ich übrigens auch in groß. Da ich euch jetzt gerade den kleinen gezeigt habe, zeige ich euch gleich den großen. Das ist der große. Ja, und der ist auch richtig klasse. So, dann haben wir hier, ich weiß nicht, ob da, ich glaube, da ist eh dasselbe drin, nur anderes Format. Ihr könnt es sehen, da ist halt alles ein bisschen größer, da ein bisschen kleiner. Deswegen mache ich jetzt nur den hier auf und zeige euch den. Ja, total süß, mit der Bienchen, ich liebe ja Bienchen. Das wisst ihr. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich weiß nicht, das hat irgendwie so was Fröhliches, Buntes. Man kriegt gleich gute Laune. So, das sind die Papiere. Auch richtig tolle Papiere, wie ich finde. Kann man auch tolle Karten damit machen. Oder auch meine Box. Das war's mit den Papieren. Jetzt haben wir, also große Papiere fehlen noch, aber die kommen zum Schluss. Oder? Nein, ich werde es gleich zeigen. Ist, glaube ich, gleich da. Ich werde sie euch als erstes zeigen. So, und zwar einmal der Block, einmal das und einmal der Block. So, jetzt werde ich mal anfangen mit dem hier. Das ist so, ja, ihr seht schon, so dunkel und innen ist ein bisschen heller. Das ist so ein bisschen Farbverlauf. Und das finde ich auch richtig klasse. So, Blöcke gab es mal beim Action. Und davon habe ich mir drei gegönnt, glaube ich. Und die sind schon alle, weil damit habe ich immer diese, ja, weil sie beidseitig bedruckt waren und eben auch so ein bisschen verlaufend waren. Damit habe ich immer diese Explosionsboxen gemacht. Ja, wie cool, dass es das jetzt von Fabrica gibt. Fabrica Decoro, Watercolor, Backgrounds. Ja, total klasse. Dann haben wir hier wieder von P13, Piatek, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung, egal. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall diesen coolen Winterblock hier in rosa gehalten. Total cool. Ich finde mega. Und vor allem diese Dinger zum Ausschneiden finde ich total toll. Ja, die ist ein bisschen riesig, aber man kann da sicher auch tolle Sachen draus machen. Dann hier ist ein Designpapier. Und da ist halt wieder was, eine Seite zum Ausschneiden. Total toll.
Diese Farben finde ich klasse. Ist mal was ganz anderes. So überhaupt nicht passend zu Weihnachten. Deswegen, da tanzen wir so ein bisschen aus der Reihe und das finde ich cool. Nicht immer dasselbe. Weil dieses Rot-Grün, Weiß kann ich schon gar nicht mal anschauen. Das ist ekelhaft. Furchtbar. Da finde ich das hier viel schöner. Ich glaube, das war wieder das Gleiche, oder? Ja, das ist wieder das Gleiche. Also auf jeden Fall ein toller Block. Zum Ausschneiden super. Das war der. Und jetzt kommt noch der hier. Und der ist, mein Gott, von was ist denn der? Gute Frage. Merkt euch einfach das hier am besten. Es ist ein bisschen schwer. So, ich mach's mal auf. Erste Seite und die zweite Seite. So, ich hoffe, heute reicht's mit meiner Speicherkapazität, weil sonst weiß ich auch nicht, was ich mache. Es ist einfach viel zu viel. Und das ist auch wieder so Marble, also so marmoriertes Zeug. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, kein Plan. Ihr wisst ja, Englisch ist nicht mein Pappenstiel, also nimmt es mir nicht übel, wenn ich hier irgendwas falsch sage. Aber auf jeden Fall, das ist foliert in bunt. Bunt foliert. Dreimal. Dreimal oder viermal? Ich glaube, dreimal. 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 Dreimal ist es drin. Genau. Dann haben wir hier auch wieder so den Farbverlauf. Hier haben wir einfarbig. Hier ist auch wieder etwas bunt dabei am Rand. Hier auch wieder einfarbig. Schönes Grün, ein wirklich wunderschönes Grün. Dann hier haben wir wieder foliert. Gelb. So gelblich-grün. Auch wieder einfarbig. Foliert. Ich spiele das einfach mal so durch. Oh, hier haben wir solche kleinen Kärtchen. Das ist auch toll. Auch wieder dreimal drin. Richtig klasse Papier, ehrlich. Was mit dem großen Papier. Oh, und jetzt kommen die Stempel dran. Die ganz, ganz vielen Stempel. Und zwar fange ich mal an mit diesen großen hier von Simon Hurley. Ranger. Ihr könnt es sehen. Und ja, das sind so hier eben diese Schneemänner da drauf. Gut, der gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Der ist süß und den finde ich klasse. Ja, die finde ich auf jeden Fall richtig mega. Mit denen habe ich was vor. Deswegen habe ich es eigentlich bestellt. So, dann haben wir einen Osterstempel. Und zwar diese tollen Ostereier hier im Kranz mit Happy Easter drin. Von Nellys Choice. Und den finde ich richtig klasse. Ich weiß nicht. Happy Easter heißt der. Happy Easter. Dann habe ich diesen hier. Der ist von Lean Creative und heißt Various Games. So sieht's aus. Das sind die Stempel. Ja, ich brauchte mal sowas für so Spiele. Gibt es ja auch nicht so viel Stempel. So, der hier wurde nachgeliefert. Der ist von Studio Light und heißt. Wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Gute Frage. Ah, Moonflower. Das ist die Moonflower Collection, aber ich weiß nicht, ob die jetzt alles so heißen. Weil da gibt es mehrere Stempel. Und ich habe euch ein Papier unterschlagen, und zwar dieses hier. Ja, das ist auch so Vintage. Zeitungen.
Das packe ich erstmal nicht aus. Ihr könnt es sehen, das sind halt solche Teile hier. Die sehen dann halt so aus wie eine Zeitung. So, dann habe ich diesen Stempel hier. Da geht mir jetzt aber noch einer ab. Den muss ich noch einmal suchen. Von Whimsy Stamps. Und zwar ist der aus dem Shop von der Simone. Und der heißt Tabby Tigers. Richtig süß, die kleinen hier. So, ich mal gucken, ob ich noch den anderen habe. Hier ist Hier ist er. So, den hier. Ja, den gibt es auch im Shop. Ich weiß nicht, ob sie noch drin sind. Da müsst ihr einfach mal gucken. Little Devils. Und ich fand die so cool. Die haben ja was richtig Tolles. Das waren die Stempel. Und jetzt kommen die Hanglaving-Stempel. Stempel. Und die sind ganz, ganz neu im Shop. Ach nein, zwei habe ich noch. Zwei andere. Entschuldigung. Die habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Die zwei hier von Marianne Design. Das sind so eher so Hintergrundstempel, Vintage-Stempel. Ja, mit was man halt so kleine Hintergründe machen kann. So, aber jetzt die Hanglavings-Stempel sind ganz neu im Shop von Simone und ich finde die mega. Ich wollte die schon immer haben. Ich habe sie noch nie bestellt, weil die sind, glaube ich, aus Holland. Ja, und da ist der Versand wieder mal irrsinnig mega hoch und so. Und ja, dadurch, dass das jetzt ja mit dem Versand und so, mit der Bestellung aus so Ländern ist, ist das nicht so einfach. Deswegen habe ich mir die nie bestellt. Aber jetzt hat sie die Simone im Shop und ich finde die mega. So, einmal diese kleinen süßen Schneemänner hier. Eine Schneefrau und ein Schneemann. Dann haben wir den hier. Das kleine süße Nilpferd, das schlafen geht. Das hat Simone schon koloriert und das hat sie auch auf die Instagram-Seite und auf Facebook hochgeladen. Vielleicht habt ihr das ja gesehen. Dann haben wir diese süßen Kätzchen hier. Auch total niedlich. Ich glaube, das ist auch einmal ein Katzenmädchen und einmal ein Katzenjunge. So, ich glaube, das waren die kleinen. Jetzt sind die großen Stempel dran. Der hier, richtig mega mit diesen Spatel in der Hand. Ja, passend zu meinem Beruf. Deswegen musste ich den haben. Richtig to toll. So, dann haben wir hier diese kleinen Meerjungfrau und Meerjungmännchen. Oder wie man da auch dazu sagen mag. Gut, das könnte jetzt auch ein Mädchen sein. Können auch beides Mädchen sein. Auf jeden Fall auch total tolle Stempel. Dann haben wir, ach ja, wie die heißen. Puh, gute Frage. Das kann ich leider nicht aussprechen, tut mir leid. Ihr schaut sie euch einfach an und dann, ja, merkt ihr euch, wie sie aussehen. Ja, die Seepferdchen hier, die sind ja auch mega niedlich und ich glaube, mit denen werde ich auch was machen. Gleich mal. So, dann haben wir diese hier, passend zum Schulanfang. Ein Junge und ein Mädchen mit einem Stift in der Hand. Und dann haben wir noch diese zwei Süßen, die hier Skifahren. Mit den Skiern. Die sind auch richtig klasse. Das waren die Stempel. So, dann haben wir noch diese hier. Das war auch noch eine ewige Nachlieferung. Die habe ich mir vor ganz langer Zeit, glaube ich, bestellt. Und ja, die sind jetzt erst gekommen. Ich glaube es. Oftmals weiß ich das gar nicht mehr so genau, weil es einfach so lange dauert, oft bis die Sachen kommen. Von Prima Marketing. Und zwar sind das so, die haben doch ganz, ganz viele verschiedene Blumen. Und ich liebe ja diese Blumen. Das sind Prima Flowers. Die sind irrsinnig groß, aber man kann sie gut für andere Sachen verwenden. Also so für Boxen oder solche Sachen. Oder für große Alben zum Beispiel. So, jetzt muss ich mal wieder schauen, was ich hier noch alles habe.
möchte es ja ein bisschen ordnen für euch. Also, hier haben wir mal Stencils. Einmal von Carbella Studios, und zwar diese Waben, die brauche ich immer mal wieder. Die verlaufen aber von groß auf klein, also die werden kleiner, sozusagen. Dann von Whimsy Stamps habe ich diese zwei hier, die gibt es auch im Shop. Ich weiß noch nicht, was ich daraus mache, aber ich finde sie irgendwie toll. Sie haben mich irgendwie angesprochen. Ich habe erst überlegt, aber ja, ich fand sie irgendwie da doch ganz super hübsch. So, dann haben wir, ach ja, wie sie heißen, wäre auch gut zu wissen, ne? Speckled Star Stencil. Und das ist Herz, also Heart Stencil. Das sind diese zwei. Und der hier. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Da steht nichts drauf. Zumindest nicht in meiner Sprache. Und hier haben wir von My Favorite Things diese ja, coolen Sprechblasen hier. Und die heißen Say Anything Stencil. Ja, so sehen sie aus. Sind diese. Und dann haben wir noch von Fabrica de Coro diesen Weihnachtsstempel, Weihnachtsstencil, so. Den hatte die liebe Stefanie, hatte den und hatte damit Hintergründe gemacht. Das hat mir so gefallen, vor allem die Muster hier gefallen mir so gut. Ja, mal schauen, was ich daraus mache. Da wird aber auch wieder was Tolles entstehen. Dann habe ich, weil es gerade im Ausverkauf im Shop war, diese zwei Umschläge hier noch. Also die gibt es auch im Shop, da gibt es auch ein paar verschiedene. Ich weiß nicht, ob sie Simone noch welche hat, aber die fand ich halt toll, da habe ich mir halt zwei gegönnt. So, dann meine kleinen Bienchen wieder. Nee, meine anderen sind schon fast leer. Ja, da habe ich nämlich schon mal zwei Packungen bestellt gehabt und die sind schon leer. Die benutze ich sehr, sehr gern. Dann haben wir noch Stanzen. Jede Menge Stanzen. Es nimmt kein Ende. Ja, es nimmt kein Ende. Einmal diese hier von Nelly's Choice. Und das sind zwei verschiedene. Wie heißen denn die? Ja, ihr könnt sehen, hier, die haben keinen Namen anscheinend. Ach wohl doch. Collection of Horrors 1 und 2. Ja, könnt ihr mal hier lesen. So sieht das aus. Das sind eben diese zwei mit den Häschen hier. Dann haben wir von Lawn Fawn diesen Sprechblasenstempel mit Hai. Custom Craft Dice. Da steht jetzt auch nicht wirklich was drauf, oder? Achso, doch, da unten. Manchmal muss man echt suchen. Hier. Das steht drauf. Dann haben wir Stanzen von My Favorite Things. Diese zwei hier. Einmal diesen Baum. Hanging Branch. Branch, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Heißt. Dann haben wir den Bienenkorb da. Beehive. Ich sage ja, mein Englisch ist nicht gut. So, dann haben wir von Whimsy Stamps diese Stanze hier. So eine kleine Hintergrundstanze sozusagen. Twinkle Scribble heißt die Stanze. Auch sehr schön. Im Shop erhältlich. So, dann haben wir von Moda Scrap total genial. Diese Stanze hier, das sind jetzt diese Boxen, diese kleinen. Die finde ich auch richtig klasse. So, dann haben wir diese hier. Da sind diese Stanzen drin. Die ist auch sehr schön klein. Kann man super verwenden, auch die hier. Das finde ich so toll an den Mudascrap-Stanzen, dass die so schön kleine Stanzen haben, dass man die super verwenden kann, auch mit der kleinen Big Shot. So, hier auch wieder.
Ja, das ist eine Hexagonbox. Hexagonbox, das ist puh, Fancy Favor Box. Und das ist die Cupcake Box. So, dann haben wir noch eine und zwar die Treat Holder. Box. Da. So sieht es aus. Und so sieht sie aus, wenn sie fertig ist. So, und dann haben wir noch kleine Goodies. Einmal Haribo. Kleine Schnuller, ich liebe diese Schnuller. Ich liebe sie. Huch. Und dann haben wir einmal Merci. Ja, entschuldige. Jetzt ist es runtergefallen. So, also diese kleinen Goodies. Wir haben zu Simone gesagt, sie brauchen uns keine Goodies mehr geben, weil wir schon gar nicht mehr wissen, wohin damit. Wir bekommen ja jedes Mal solche Schächtelchen und Zeug und ja, wir bestellen ja auch jeden Monat, wir vom Design-Team, und das ist dann etwas, das wird immer mehr und mehr und mehr und man weiß nicht, wohin damit. Deswegen haben wir gesagt, tu einfach was Süßes rein und das passt. Also perfekt. Dann braucht man auch nicht mehr so horten und sammeln, weil ich hebe prinzipiell meistens alles auf, außer es ist kaputt. Und ja, sonst ist mir das zu schade zum Wegschmeißen. Vor allem, da sitzt ja wer dahinter und macht das Ganze. Das ist ja viel, viel Arbeit. Deswegen hebe ich das immer sehr auf oder tue es horten und das ist alles in meinen Boxen versteckt. Ein paar Sachen habe ich auch zum Präsentieren, aber wie gesagt, das wird mit der Zeit viel zu viel, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und es tut dann ja einfach viel zu leid, das Ganze wegzuschmeißen oder wegzutun. Ja. Finde ich aber gut, so die Lösung, dass wir eben diese kleinen Goodies kriegen, so ohne Verpackung. Das passt. Also vielen, vielen lieben Dank wieder, liebe Simone. Ja, ich bin wieder total begeistert von meinem Paket. Ich hoffe, ihr auch. Und falls ihr irgendwas braucht, falls ihr irgendwas haben möchtet oder ja, ihr jetzt nicht genau wisst, was genau, wie, ja, wie das heißt oder sonst irgendwas, dann fragt einfach. Ihr könnt mich fragen, ihr könnt die Simone fragen, ihr könnt auch die anderen fragen im Design-Team. Ich verlinke euch auch die Kanäle unten und alles, was dazu gehört. Shop und Facebook-Gruppe verlinke ich euch auch unten. Also ihr habt dann alles unten im Infotext. Ja, und im Anschluss zeige ich euch auf jeden Fall noch das, ja, mein Design-Team-Beitrag von heute. Der kommt dann noch im Anschluss dazu. Also ihr Lieben, bis gleich. Ja, meine Lieben, ich bin zurück und zwar habe ich diese hier verwendet. Diese Dinge. Einmal diesen Stempel von Hänglerwings. Dann habe ich das Papier vom Craft Consortium benutzt. Und einmal diese Stanze. Ja, das habe ich benutzt. Und daraus ist nun als allererstes mal diese kleine Schachtel hier geworden. Die habe ich ganz einfach, also da habe ich die Teile einfach ausgestanzt. Dieses hier zweimal, einmal das und dann zusammengeklebt. Ja, das muss ich mal hier hin tun, damit ihr sehen könnt, was ich benutzt habe. Also wie gesagt, dieses Schächtelchen ist daraus entstanden. Und dann habe ich noch dieses Kärtchen hier gemacht. Passend zum Schächtelchen sozusagen. Also so ein kleines Set. Ja, auch der Spruch hier ist von den Stempeln. Der ist hier unten drauf. Hier habe ich noch so Blubberbläschen drauf gemacht, wie ihr erkennen könnt. Ja, das ist mein Design Team Beitrag für heute. Und euch wünsche ich noch viel Spaß beim Basteln und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, ihr Lieben!